willkommen zum Mangaka.de Zeichenkurs. Ich bin Rebecca Jeltsch und in dieser Folge zeige ich euch, wie man Aquarelltechniken in Photoshop simulieren kann. Für ein Aquarellbild braucht man zuallererst mal einen Aquarellpinsel, wie diesen hier, und ein Aquarellpapier. Wo bekommt man die her? Aquarellpinsel sowie Aquarellpapier bekommt man ganz einfach im Internet. Dabei muss man aber beachten, dass man hier keine Rechte verletzt. Man darf nur die Pinsel und Papiere und sonstige Stock-Sachen benutzen, die auch als öffentlich oder als free gekennzeichnet sind. Wo bekommt man die? Zum Beispiel bei DeviantArt und ähnlichen Internetplattformen. Für die Aquarellillustration ist der erste Schritt derselbe wie beim anderen Shading. Als erstes mache ich die Grundfarben. Ich mache die Grundfarben als Orientierung, damit ich eine Grundfarbe habe und auch damit ich hinterher die einzelnen Farbflächen als Maske auswählen kann. So, jetzt habe ich das Papier, das Aquarellpapier, schon auf die oberste Ebene gelegt. So, jetzt habe ich die Ebene eingeblendet. Jetzt kann man natürlich erstmal nichts sehen, deswegen stelle ich die Ebene auf Multiplizieren und nehme dann die Deckkraft noch etwas runter, weil mir das Papier doch noch etwas zu stark sichtbar ist. So, und jetzt kann es mit dem Kolorieren auch schon losgehen. Ich fange mit den Haaren an und um mir die ganze Sache etwas leichter zu machen, gehe ich hier auf die Ebene Haare, benutze das Zauberstab-Werkzeug, so, klicke hier auf, also natürlich ist wichtig, dass man auf der richtigen Ebene ist, klicke hier auf den grauen Bereich und dann wird automatisch der graue Farbbereich ausgewählt. So, dann mache ich mir eine neue Ebene, unter den Outlines natürlich, und dann fange ich an, mit meinem Aquarellpinsel die Haare zu kolorieren. So, jetzt ist es wichtig, dass man für den Pinsel die Deckkraft runternimmt. So zwischen 15 und 20%, ist ganz okay. Dann kann man hier ganz sanft und vorsichtig die Farbe auftragen. Beim Kolorieren oder grundsätzlich beim kreativen Arbeiten geht es auch immer dabei, darum, verschiedene Sachen auszuprobieren, kreativ zu sein, nicht immer das Gleiche zu machen. Man muss auch akzeptieren, dass mal was schief geht. Das Schöne am Arbeiten mit dem PC ist, dass man alles rückgängig machen kann. So, als nächstes möchte ich diese Außenbereiche von den Haaren etwas weicher gestalten. Dazu wähle ich mir die Farbe von den Haaren aus. In diesem Fall ist es wichtig, dass man die Papierebene ausblendet, sonst kriegt man nicht den richtigen Farbton. So, mit dem Pipettenwerkzeug nehme ich mir hier die Farbe und dann möchte ich nämlich hier mit dem Aquarellpinsel das Ganze weich nach außen ausblenden. So, ich gehe jetzt in der nächsten Ebene über die Outlines, dann kriege ich ein paar weiche Effekte. Muss man dann auch gucken, dass man so ein bisschen das Mittelmaß findet, weil bei einer Aquarellillustration so ganz exaktes Arbeiten seltsam aussehen würde. So, als nächstes nehme ich mir die Hautfarbe. Der Knackpunkt bei so einer Illustration ist selbstverständlich, dass man die interessanten Pinsel und eine schöne Struktur für den Hintergrund oder beziehungsweise in diesem Fall für die oberste Ebene hat.